Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge oder gesagt ersten Folge. Ich habe den Namen vergessen von dem Spiel. Es heißt Maple Story 2. Das erste habe ich nicht gespielt, aber ich habe so eine Werbung von diesem Spiel gesehen und ich fand es ziemlich interessant. Es war nicht schlecht. Muss mich zwar noch an der Steuerung gewöhnen. Ich habe da vorher schon Charakter, The Mewtwo 22. Ich wollte das eigentlich aufnehmen, aber ich wusste nicht, dass da eine Story fängt. Und ich kann es nicht löschen, warum auch immer. Dafür muss man irgendwelche Nachrichten lesen. Und ich verstehe nicht, welche Nachricht. Falls jemand das kapiert, ich weiß nicht. Also müssen wir auf den The Mewtwo 222. Eigentlich ist es genau der gleiche, nur der hat hier rote Augen, was ich besser finde, was aussieht als diese grünen Augen dort. Also gehe ich rein und da startet eine Geschichte. Und ich hoffe, es wird jedenfalls gut, dieses Spiel. Es wird jetzt kommen. Man kann das auch mit Mehrspieler, das Mehrspielerspiel. Ich frage C-Place, ob er es sich auch holt. Ist ja umsonst. Ich empfehle es jedenfalls. Klingt ganz gut. Und dann lassen wir die Story beginnen. You've answered the call. Now, hear the story. It begins with two goddesses, one light, one dark. They created many worlds, but Maple World was their greatest. In every realm, there must be balance. But the goddess of light loved Maple World and warded it against the darkness. Fearing this imbalance, the goddess of darkness lashed out. So began their terrible war. The battle was long and brutal, but with the help of her sages, the goddess of light defeated her sister. As the goddess of darkness fell, she unleashed her fury, poisoning Maple World with her power. Unwilling to see her beloved creation destroyed, the goddess of light sacrificed herself to save it. What remained of her power became the great protector, Empress Erev. Erev gathered seven heroes to stand against the darkness. Try as they might, they could not stop their world's slow corruption. Erev and her sages created three relics with power over life, space, and time. The Lepentus. These Lepentus could gather up the darkness and cleanse it all at once. So they thought. The day of their bold plan came, and the shadows pooled in one place. Even as they cast the purification ritual, the sages were gripped by the darkness. It took all of the Lepentus's power to protect Maple World from being utterly destroyed. The ritual site was corrupted, the whole region becoming a dreaded no man's land. Two of Erev's heroes, Sirion and Balon, stepped forward. They journeyed into this land of darkness on a mission to save anyone trapped inside. There, they worked to complete the purification ritual. And in doing so, they met their end. The land of darkness was sealed away where it could hurt no one else. With their noble sacrifice, these two heroes had bought peace. But now the shadows stir once more, and this miraculous peace is nearing its end. The time has come for champions to rise again. This is a story of heroes. This is your story. Farewell, Master. Don't throw your life away. Your destiny lies elsewhere. Hmm.
Ja, war gar nicht mal so schlecht. Zack, okay. Dann wollen wir mal Schatten. Bist du wieder bei uns? Kannst du dich bewegen? Oh, das geht ziemlich schnell. Also, ich lese es mal vor, aber ich bin nicht gut im Vorlesen, also erwarte nicht zu viel. Deine Magie scheint instabil zu sein. Aber du solltest... Es wird Zeit, sich die... Da hat man ja nicht mal ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Ich weiß leider schon, was passiert. Ja, ich bin stark. Die Brücke sieht alt und wirklich gefährlich aus. Och, leck mich doch am Arsch, wer kann so schnell lesen? Mann, ja, ich weiß. Ups, was für ein Wunder, ich bin runtergefallen. Ah, Vorsicht, vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Weg oder so. Lass es herumplatschen oder so. Ah, leck mich doch am Arsch, so schnell kann ich nicht lesen. Ja, ja, ich kann hochklettern. Und ich kann springen, auch. Was für ein Wunder. F. Rede. You have something to say. Ein Sternfeld. Ich werde zum Kaliberfest aufbrechen. Ich muss mich mit unseren Mitstreitern treffen, die aus der ganzen Welt hergekommen sind, um unseren nächsten Schritt zu besprechen. Begib dich ins Flüstersteindickicht. Okay, Flüstersteindickicht. Und finde Rejana und Euphoria. Euphoria, ja. Wer sind die? Möchte ich auch gerne wissen. Euphoria und Rejana sind die geschicktesten und von Arzagats 16 Schülern. Warte mal. Warum erkläre ich das ausgerechnet dir? Hey, der Mewtwo 22, ich weiß, da steht 222, ich sag aber 22. Willst du etwa gerade wirklich Spiele spielen? Oder hast du etwas stärker auf den Kopf bekommen, als ich dachte? Das kann sein. Der Mewtwo 22. Reiß dich zusammen. Azareth, unser Anführer, hat sein Leben durch die Hand von Hermann verloren. Hermann, was für ein bescheuerter Name. Diese Untat ist unverzeihlich. Finde heraus, warum Hermann dieses schreckliche Verbrechen beging. Ups. Und was er jetzt in Schilde führt. Es gilt, keine Zeit zu verschwenden. Geh zum Gebiet Flüstersteindickicht. Okay. Kein Problem. Dann lass uns mal beginnen. Mit der Reise. Halt die Feste fest. Oh. Yay. Da wollen wir mal losgehen. Trotz der Einberufung haben wir immer noch zu wenig Soldaten. Ein Sternfeld abgeschossen. Gespräch. Warum nicht? Nummer 22. Du bist doch dieser leichtfertige Schüler von Ishura. Ja. Von dir habe ich schon viel gehört. Jede Runenfechter in Terunkaliber weiß das. Doch in letzter Zeit hört man viel mehr über dich als über die anderen Abenteuer. Okay, ich habe nicht mal was gemacht. Ich bin gerade einfach nur aufgestanden und könnte mit den Schwertattacken aufhören. Das nervt. Das weißt du nicht. Dein Lehrer Ishura ist einer von Terunkalibers 8 Klingen. Den hervorragendsten Krieger von ganz Terunkaliber. Den Namen kann ich mir nie merken. Wie auch immer der ausgesprochen wird. Von ihm zu lernen ist eine Ehre. Ah, interessiert mich ein Scheiß, der Dreck. Doch du bist ein wenig eigenwillig. Wenig eigenwillig?
Wahrscheinlich. Kein Wunder, dass dich die anderen Runenfechter gleichzeitig hassen und beneiden. Was? Sie hassen mich? Warum? Ich hab doch nichts getan. Trotz der Einberufung haben wir immer noch zu wenig Soldaten. Ein Stern fällt von mir. Weiter. Limite 22. Was geht hier vor sich? Als Ishura gehört hat, dass du allein die Verfolgung von Hermann aufgenommen hast, ist er losgegangen, um dich zu suchen. Hast du ihn zufällig getroffen? Ja. Verstehe. Was für eine Erleichterung. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Hermann sich gegen unseren Lehrer gewendet hat. Ich kann seine Tat nicht einmal ansatzweise nachvollziehen. Was er Arzareth angetan hat, ist unverzeihlich. Er hat Terunka lieber betrogen und all seine Brüder und Schwestern. Der Runenfechter. Dora-Name. Arzareth war nicht nur unser Lehrer. Er war wie ein Vater für mich. Hermann, dafür wirst du bezahlen. Aber das kann ich verstehen. Und was ich jetzt machen muss, Einstellung bitte. Kann ich irgendwo den Ton leiser machen? Das ist grauenhaft. Was? Hallo? Jetzt kann ich erstmal nach Hause schwimmen. Warte. Ich will eigentlich... Mann, wo kann man den Sound leiser machen? Hier ist zwar ein Einstellungszeichen, bringt aber nicht viel. Gibt es hier noch was? Warte, ich kann auch kurz was anderes machen. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Ich hab so ein bisschen beim Desktop. Trotz der Einberufung haben wir immer noch zu wenig Soldaten. Schließen. Das habe ich wohl gecheckt. Boah, das habe ich doch schon die ganze Zeit. Tut mir leid. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Aber die Sache geht mir nahe. Nun, du sagtest, dass Ishura dir aufgetragen hat, mit Rejana und mir zu Kaliberfest geht's. Kaliberfeste gehen. First things first. We need to replenish our runestones. Okay. Raijin erkundet den Untergrundtunnel und die Suche nach den übrigen Runera, die Hermann folgt. Ich weiß nicht, wann sie zurück sein wird, aber in der Zwischenzeit könntest du mir helfen, indem du mir eine ruhenden Runenstein vom Runenmagie Kommunikationssturm begibst. Gerne. Ach ja, Leute, ich habe eine kleine, sagen wir, Erkältung, Nasenstopfen und ein bisschen Halsschmerz. Also vielleicht hört sich meine Stimme nicht so gut an und ich habe ein bisschen Husten. Ja, dann hole ich mir mal eine Rune. Ich will noch eine Rune. Gib mir noch eine. Mann. Hui, Salto. Das würde ich auch gerne im echten Leben können. Wer kann Salto im echten Leben? Und zwar so wie der da. Wahrscheinlich keiner. Trotz der Einberufung habe ich immer noch zu wenig Soldaten. Wieso sagst du das immer? Ah, vielen Dank. Ich vermute, dass einige unserer Brüder und Schwestern den Ruf zum Krisentreffen noch nicht gehört haben. Wenn wir den Kommunikationsturm nicht mit neuer Kraft versorgen, wird es unmöglich, sie zu erreichen. Ich lese etwas an, tut mir leid. Die Runera, die Spezialisten für Runenmagie und wir, Pelgier, die sich auf den Schwertkampf konzentrieren, das gefällt mir, haben schon lange Meinungsverschiedenheiten. Aber unsere philosophische Differenzen haben noch nie zu körperlichen Gewalt geführt. Hey,
Das ist gut. What happened to your blade? All diese Kämpfe sind so überflüssig für Runenfechter. Ist die Macht über die Runen so wichtig wie das Können mit dem Schwert? Diese imaginären Grenzen sind also sinnlos. Sag, wo ist deine übliche Klinge? Hast du sie verloren, als du Hermann gejagt hast? Ja gut. Ich sag nicht, dass sie zerbrochen ist. Dass sie jetzt sie durchschlagen hat und sie jetzt in kleine Einzelteile irgendwo liegt. Okay, tut mir leid. Du musst nur immer unter Schock stehen. Nachdem du Azareths Tod durch Hermann mit ansehen musstest. Hier, nimm das. Es ist schon etwas abgenutzt. Wird dir aber gute Dienste leisten. Bis du etwas Besseres findest. Ja, vielen Dank. Nehme ich. I, Klinge und da P machen. Ja, kein Wunder, ich hab's schon mal, wie gesagt, gemacht. Ab ein bisschen. Es geht. Na dann. Oh, Strength. Ja, ich weiß. F, okay, das ist jetzt echt nicht wichtig. Da klärt sie mir jetzt alle Angriffe. Hallo. So, jetzt sind wir wieder da. Ich hatte kurz irgendwas vorgemacht. So, jetzt erklärt sie mir kurz diese Attacken, die ich machen muss. Naja. Weiter. Hier mit X mache ich halt diese. Mit Y mache ich diese. Und mit C mache ich das hier. Hier, das ist der normale Schlag. Ich drücke. Hallo. Ja. Das ist ja sehr interessant. Der Frieden. Sehr interessant. Okay, sehr gut. Diese Klinge scheint tatsächlich wie für dich gemacht zu sein. Perfekt. Dann lass uns mal zur nächsten Quest gehen. Trotz der Einberufung, blablabla. Warum braucht Rejana denn so lange? Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert sein könnte. Würdest du zum Untergrundtunnel und sie suchen? Ah, kein Problem. Maidoriane. Zack. Und schon geht's rein. Ey, was ist denn los? Jetzt sehr gut. Es war eine Falle. Na gut, das passt jetzt meine Stimme echt gut. Sie sind in der Höhle abgelaufen. Du musst dich beeilen. Diese verdammten Runen abschauen. Ich bin von Hermanns Schüler überfallen worden. Ishura hat ganz alleine ihre Verfolgung aufgenommen. Ich kann nicht gut sowas. Suche Ishura. Hi. Oh. War ja anscheinend keine große Sache. Ich kann eine schwache Spur von Runenenergie spüren. Ich muss nah dran sein. Demir 22. Hast du dich verirrt? Was machst du hier? Lass doch die ausreden. Wärst du wirklich wegen Rejana hier, hättest du sie in Sicherheit gebracht. Du wusstest, wie gefährlich es ist. Und dennoch bist du hier. Natürlich. Ich bin dafür. Ich laufe immer drauf los. Spur, bleib. Okay. Klar kriege ich das hin. Nun, da du schon in der Höhle des Löwens bist, ist es zu spät, umzukehren. Ich weiß, dass du noch verletzt bist. Also sei vorsichtig, Demeter 22. Erinnerst du dich an die Techniken, Gestöber und Klingenreflexion?
An deinem leeren Blick kann ich erkennen, dass du es vergessen hast. Diese Techniken sind die wichtigsten Grundlagen eines Runenfechters. Ich sehe es dir an, der Nasenspitze an, dass deine Erinnerung zurückgekommen ist. Sei nicht so überheblich. Zeig mir, was du gelernt hast. Natürlich. Y und X, Y und X. Und denk daran, sei niemals. Ach, come on. Was hat dein cooles Schwert? Können wir tauschen? Ach, halt's Maul. Zurina, Daka, Kista, Kama. Ach Gott, wer kann das denn lesen? Wir haben uns entschieden. Uns auf. Ihr versucht nicht mal, eure Handlung zu verteidigen. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. LP ist wohl Lebenskraft. Einfach drauf da. Einfach drauf da. Pass auf. Kein Problem. Deshalb habe ich nur einen Schaden bekommen. Boah, das ist so scheiße. Was ist los? Oh, mein Wecker. Das heißt, langsam sollte es. So. Die Kamera hin und her werfen. Okay. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt. Lasst ein Like da, falls ich noch mehr davon bringe. Natürlich wird Assassin's Creed trotzdem kommen. Ich mache das nur als Nebenprojekt, weil mir ein bisschen langweilig ist und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also mache ich das so eher so Nebenprojekt. Weil ich habe irgendwie in letzter Zeit gerne Lust auf Minecraft zu gehen. Ich weiß nicht wieso. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Habt noch einen schönen Tag. Genießt den Herbst, bevor es der Winter kommt. Ich finde Herbst und Frühling sind einer der besten Jahreszeiten. Ich weiß, manche würden Sommer sagen, aber Sommer ist mir zu heiß. Frühling und so Herbst, da kann man so eine schöne, so eine Jacke, die so etwas dünner ist, anziehen. Vielleicht so ein langärmeliges T-Shirt drunter, ein kurzes T-Shirt, vielleicht auch noch ein Pullover, wenn es etwas kühler ist. Ein Kakao trinken bei dieser Kälte. Und das ist einfach. I never lose. Das ist einfach perfekt. Oder so ein Tee, lecker mit einer saure Majut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, um mehr solcher Videos zu sehen. Und dann, bis dann. Tschüss.